die das immer wieder schaffen, das Boot bei der Gewalt des Wassers richtig zu stellen. Und nun Markus Becker und Stefan Hens. Die Weltmeister von Augsburg. Leichten Rückstand hatten sie nach dem ersten Durchgang. Aber Sie wissen ja, die lagen alle ganz dicht beieinander im Kampf um die Silber- und die Bronzemedaille, die Konkurrenten. Und ein kleiner Fehler, der kann es womöglich dann entscheiden. Los, ziehen, ziehen und herüber durch diese Walze ins nächste Abwärtstor. Das sechste, gut gemeistert. Und jetzt wieder Kontakt aufnehmen, das Gefühl für das Wasser entwickeln. Tor Nummer 7, bisschen abgerutscht, müssen kräftig ackern. Die Zwischenzeit spricht für Sie. Sie sind vorne im Augenblick, halbe Sekunde. Jetzt kommt die schwierige Passage, die 10, Torstangenberührung, wird angezeigt. Und die 12, jetzt auch Sie rückwärts gerichtet, drehen im Tor, weiter geht's. Die sind ja noch jung, 22, 23 Jahre. Die haben zwar noch eine große Zukunft vor sich, aber wenn sie hier auch eine Medaille vor Augen haben, dann wollen sie natürlich jetzt haben. Knappe Sekunde Rückstand. Kommt, ihr habt noch eine Chance. Durch, hier durch die Walze. Sehr gut, jetzt rüber, nach rechts. Kräftige Paddelschläge. Die Bestzeit in Gefahr. Ich denke, sie werden es schaffen. Sie werden es schaffen. Jawohl. 2,47 Sekunden. Trotz des Fehlers haben sie da noch herausgeholt und gehen im Augenblick in Führung. Also Becker-Henze vor Barmann-Senft. Deutsche Doppelführung. Jetzt könnten wir eigentlich das Rennen für beendet erklären. Aber leider ist das noch nicht der Fall. Noch stehen drei Boote oben am Start und bewerben sich um den Olympiasieg. Markus Becker, Stefan Henze.